Harley, dies wird Exien. Es gehört mit der Legend Seller Oracle of Ages. Wir befinden uns immer noch im Bauch von Yabu Yabu. Und tja. Ich bin momentan immer noch sehr am Herumprobieren. Weiß nicht so recht, was das Spiel von mir haben möchte. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier gerade, ja. Ganz offensichtlich bringt es nichts, bei Flut hierher zu gehen. Bei Ebbe. Das bringt mich nur zurück. Das andere schließt nur in dem anderen Raum wieder den Eingang hinter mir. Ich hatte gehofft, ich könnte irgendwas machen, wenn ich bei Ebbe herkomme, aber nein. Letztendlich sehen wir hier einfach nur diese goldene Insel. Oh, und hiermit hat sich's dann wieder. Uiuiuiui. Ja, ein paar Standorte der Schlüssel, die wir brauchen, haben sich schon gezeigt, aber irgendwie will das noch nicht so wirklich alles hinhauen. Ich weiß nicht, kann ich vielleicht zweimal den Flutknopf drücken? Und das Wasser noch höher steigen lassen? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Was anderes kann ich mir offen gestanden gerade nicht vorstellen, außer einer weiteren Pegelstufe. Weiß nicht, ob es dann immer mit demselben Knopf geht, aber wenn wir zwei Knöpfe haben, dann könnte man ja meinen, ja, dann drückst halt den einen Knopf, dann geht's einmal hoch, und dann drückst du den anderen Knopf, dann geht's nochmal hoch. Ja. Der tut jetzt aber nichts mehr. Was ist jetzt aber, wenn ich jetzt noch zu dem anderen Knopf rübergehe und den drücke? Ich meine, zu dem komme ich ja jetzt. Also, ich kann beide Knöpfe nacheinander drücken. Dann kann man ja mal schauen, vielleicht bewegt der zweite ja dann eine zweite Pegelstufe. Aha. Ja, ja, ja. Genau das war des Rätsels Lösung. Wir können den Wasserstand nochmal erhöhen. Jetzt haben wir hier nämlich auch so eine Insel gleich, die uns sagt, guck mal, der Wasserstand ist noch höher als je zuvor. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall ein Stockwerk tiefer jetzt. Woran? Genau, jetzt haben wir nämlich hier Wasser. Das heißt, wir können da drüben in dem Raum auch heran. Und wir haben da oben ja noch diesen anderen Raum. Da kommen wir ja dann jetzt auch weiter, weil wir ja jetzt... Genau, jetzt haben wir nämlich hier das hier. Genau, können uns da rüber tauschen. Und wir haben einen weiteren Schlüssel. Sehr schön. Aber das war es eben noch nicht. Wir müssen jetzt nochmal in den anderen Raum darüber. Wo wir vorher die Insel mit dem Oktaeder drauf gesehen haben. Denn wenn der noch eine Stufe weiter oben ist, dann können wir ja an der Stelle normalerweise auftauchen, oder? Hier hat sich weiterhin nichts verändert. Aber wegen dem einen Raum, den wir da noch nicht erkundet haben, so langsam habe ich das Gefühl, in den komme ich, wenn ich mich von diesen wurmartigen Gegnern packen lasse. So. Das ergibt Sinn, Link. Über eine Kante hinunter schwimmspringen. Na, vielleicht sollte ich mich da wirklich einfach mal in eins dieser Löcher fallen lassen. Das war dumm. So, genau, jetzt können wir nämlich hier runter. Und da drüben, wo vorher die Insel war, können wir jetzt aber nach oben, weil da keine Insel mehr den Durchgang blockiert. Mhm. Die Frage, bringt uns das jetzt was? Wir können auf jeden Fall mal die Eule hier befragen, was die eigentlich zu der ganzen Sache jetzt meint.
Was sagst du uns denn? Achso, Kerne funktionieren unter Wasser nicht. Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Das macht ja ganz toll, ihr zwei. Ganz toll blockiert ihr mir da den Weg. Es ist nur minimal, auch auf das Link hier unter Wasser nicht einfach durch kann. Er versteht offensichtlich einfach nicht die Vorteile, die ihm da eigentlich gewährt werden. Aha, okay. Ich habe mich vorher schon gefragt, was jetzt eigentlich genau der Zweck dieser Insel hier ist, aber dann kommen wir hier ran. Okay, dann sind wir schon mal ein bisschen weiter. Aber haben wir deswegen schon alles gelöst? Kommen deswegen noch nicht durch alle Türen da oben durch, aber da lagen noch ein paar Kisten. Hm, immer noch nicht die Waffe gegen die. Aber wir können ja jetzt zumindest schon mal die Schlüssel, die wir bisher gekriegt haben, da einsetzen, weil... Müsst mal schauen, was da in den Kisten so drin ist. Oder braucht man eh bloß die zwei? Yeah, Gasha-Kerne. Eigentlich müsste ich einen Gasha-Kern einpflanzen. Einfach nur um diesen blöden Sieg beim Platin-Tanz. Platin-Goron-Tanz zu würdigen. Ja. Und jetzt stehen wir halt wieder blöd da. So, da drüben ist der Master-Schlüssel. So viel ist klar. Uns fehlt jetzt genau ein dummer Schlüssel. Wir haben aber auch nicht mehr viele Räumlichkeiten zu betreten. Ich werde jetzt mal den Wasserstand nicht weiter senken. Zu welchem Zweck sollte ich das tun? Wir haben, glaube ich, alle Sachen gemacht, für die wir dringend an Land sein müssten. Das Einzige, was wir halt bisher noch nicht gemacht haben, ist mit der einen Eule reden. Aber das Problem dabei ist halt, zu der kommen wir ja gar nicht hin, ohne den Wasserstand wieder zu ändern. Daher frage ich mich, was da die Idee dahinter war. Na komm. Müssen nicht alles erledigen. So. Ich müsste doch da eigentlich runter können, oder nicht? Jetzt befinde ich mich nämlich genau über dem einen Raum, zu dem wir... Da, ich meine, da ist ja eine Tür, aber ich sehe immer noch nicht, wie wir die aufkriegen sollen. Es sei denn natürlich... Was ist denn hier mit eigentlich? Also, einfach nur eine Fee. Wie kriegen wir diese Tür hier auf? Verschoben. Ja, meine Räumlichkeiten haben wir jetzt hier alles gesehen. Die ganzen Kisten. Von den Kisten ist auch bloß noch eine übrig. Irgendwie müssen wir da unten noch diese Tür durch, aber ich sehe nicht wie. Ich sehe einfach nicht wie. Ah ja, doch nicht immun. War ein Versuch wert. Was soll ich hier machen?
Es ist ja nicht mal der Raum, wo diese Würmer waren. Ein anderer Durchgang ist hier nicht. Und der Raum direkt drüber? Das ist der hier. Da führt aber kein Weg nach unten. Wie komme ich in diesen Raum? Oder habe ich da irgendwo eine sprengbare Wand übersehen? Schön. Beziehungsweise nicht. So, wenn wir jetzt hier schauen. Nee, hier war bloß die Sache mit der Truhe. Was will man jetzt an der Stelle vom Spieler? Gut, hier hat man noch die Stelle mit dem... ja, die Stelle hat man auch. So kommen wir darüber. Ja, man schaut sich einfach nur mal die Raumstruktur hier an. Mensch, wir gehen da ja nach links. Uiuiuiuiui. Zieht sich die ganze Sache. Zieht sich wie Kaugummi, das tut mir leid. Ja, die hat man auch die ganze Zeit... Wieso bin ich denn bisher immer ausgewichen? Und hab's ja nicht einfach zerlegt? Ja Mensch! Das ist ja der Raum! Das ist ja der Raum! Gut. Du willst da drauf gesetzt werden? Nee. Du willst einfach nur zerlegt werden. Okay, ja, dann damit haben wir das hier auch. Gut. Ach, Menno. Ach, Menno. Na gut, besser als dass wir eine sprengbare Wand da jetzt noch irgendwo gefunden hätten, weil das hätte geheißen. Nochmal zweimal Ebbe. Andererseits, zweimal Ebbe geht ja eigentlich so gar nicht mehr, oder? Abdem man sobald man die zweite Stufe einmal aktiviert hat, geht's ja gar nicht mehr anders. Und ja, mir ist bewusst, dass ich da gerade wieder Murks mache. Wie können die eigentlich unter Wasser Feuer schießen? Das geht doch eigentlich gar nicht. So, du kommst jetzt bitte nicht hier hoch, sondern lässt mich in Frieden. Ich wollte gerade sagen, würdet ihr mir bitte noch ein bisschen was fallen lassen? So, jetzt müssen wir wieder da zu den... Das war ein komischer Effekt da gerade am Rand, aber egal. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Da die letzte Schlüsseltür zu öffnen. So, machen wir diesmal ein bisschen schneller. Gehe davon aus, dass die Stacheln uns trotzdem noch treffen würden, auch wenn wir eigentlich drüber schwimmen könnten, aber hey. Wir spielen hier ja immer noch Link. Achso. Alles klar. Warum mache ich das? Ich hab doch eigentlich volle Herzen. So, jetzt stellt sich die Frage... Ja, wobei... Ja doch, stellt sich die Frage, wollen wir für unseren Verlies-Endgegner Ebbe oder Flut haben? Ne, wir müssen ja eigentlich Flut haben, ne? Ansonsten... Andererseits, Moment, wie kommen wir da rüber? Da war vorher ein Gegner, als Ebbe war, oder? Wenn ich mich gerade nicht täusche. Ah ne, nicht mal, da gab es ja diesen anderen Gang, wo wir an der Eule vorbei müssen. Mit der wir nicht reden können. Weil Kerne unter Wasser nicht funktionieren. Also, wobei, ich könnte ja auch einfach entgegenschießen.
Das müsste ja eigentlich gehen. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Dankeschön. Ja. Hat einer von euch noch ein Herz für mich? Danke. Gut, gut. Der Weg zum Endgegner ist geebnet. Müssen wir ihn nur noch begehen. So. Ja. Wackler, Wackler. Sag's ja, wir spielen Link. Und Link versteht nicht, dass er über solche Stacheln auch hinwegschwimmen könnte, wenn um ihn herum überall Wasser ist. Ich glaube nicht, dass die Gänge hier so eng sind. Abgesehen davon, dass Link normalerweise aufrecht stehend hier durchgeht und jetzt schwimmt. Alleine das sollte eigentlich schon einiges ausmachen. So. Wer braucht doch schon Heilung kurz vor dem Boss? So. Probieren wir es mal so. Und zwar mal richtig. Flop. Ja, das geht. Die Farbe zeigt die Schwäche. Ach nee, kommt jetzt wieder so ein Flammengegner. Bitte nicht. Bitte nicht. Sehr schön. Der Flammengegner in Seasons hat mich da schon ziemlich genervt. Aber es war wenigstens mal kein Nostalgie-Boss. Von daher. Ach ja. Hallo, Boss. Was auch immer du sein magst. Hallo. So. Was willst du jetzt von mir? Hä? Also ja, es hat was hiermit zu tun. Wann auch immer das jetzt genau... Hä? Ich verstehe ganz offen gestanden nicht, was... wie das Schwächensystem bei diesem Boss funktioniert. Mal mache ich Schaden, mal nicht. Woran ist er jetzt krepiert? Warum hab ich Schaden gemacht? Ich hab diesen Boss nicht verstanden. Ich hab ihn nicht verstanden. Was wollte dieser Boss jetzt von mir? Ich hab einfach nur Kerne drauf geschossen. Und der ist irgendwann krepiert. Ah, ich hasse es.
Da schaue ich irgendwann nochmal nach, wie der Boss funktioniert. Oder einer von euch schreibt's mir. Wie auch immer. Du erhältst die tosende See. Eine Essenz der Zeit. Der mystische Gesang der See spricht durch die gebrochene Welle, die einen Helden an ferne Gestade spült. Ja, das ist uns aber schon passiert. Und erneut frage ich mich, was hat das mit Zeit zu tun? Könnte bitte mal eine Essenz auftauchen, die tatsächlich auch irgendwas mit... Oh oh. Du bist zu spät, Xi. Der schwarze Turm hat bereits den Himmel erreicht. Du allein bist nicht imstande, dies abzuwenden. Oh oh, da haben sie ganze Arbeit geleistet. Oh, das ist aber ein Stilbruch, ne? Ab dem einen Punkt. Das ist aber ein großer Stilbruch. Yikes. Der schwarze Turm ist endlich vollendet. Finstere Mächte, kommt zu mir. Ah, die Mächte der Finsternis durchströmen mich. Die Kräfte nehmen zu. Ha. Selbst ohne die Mächte der jungen Nairo kann ich die Zeit anhalten. Nun bricht die wahre Finsternis herein. Das Leid der Menschen wird mir zuträglich sein und meine Flamme der Qual entfachen. Erneut erstarren diverse Kreaturen zu Stein. Und auch Menschen. Niemand kann Peran nun noch aufhalten. Du kannst nur noch das Auflodern der Flamme der Qual erwarten. Welch Aussicht! Die gesamte Menschheit wird die Qual spüren. Nairos Rettung allein reicht nicht. Verans Werk hat die Welt verändert. Sie, die letzte Essenz. Ich kann sie nicht orten. Sie muss irgendwo in Labrina versteckt sein. Ich zähle auf dich, Sie. Ja, das hat man schon mal. Dieses... Ja, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Du hast viel für uns geleistet. Unsere See ist wieder rein. Und alles ist gut. Ich gebe dir unser Symbol des Heldentums. Die Zora-Schuppe. Du erhältst die Zora-Schuppe. Die mir jetzt was bringt. Okay. Sagst du mir was dazu? In Jabu-Jabus? Nee, sollte man vorsichtig sein. Es kann sein, dass er jemanden verschluckt. Ach so. Meinst du? Tja, die letzte Essenz ist wieder irgendwo. Naja. Spontan hätte ich jetzt gesagt, schauen wir uns halt jetzt da die See wieder frei vom Gift ist. Schauen wir uns halt einfach mal ein paar Orten um, die wir vorher nicht besuchen konnten. Einfach mal die Karte ganz aufdecken. Schaden wird's nicht. Erstaunlich, dass wir mittlerweile eh schon fast alles von Labrina gesehen haben. Bin ich schon ein wenig beeindruckt, muss ich sagen. Ja, das wäre wieder eine Stelle für einen Gasha-Kern. Interessiert uns ja eh nicht. Okay. Die Kiste dagegen ist schon interessant.
Müssen wir da etwa wieder Zeit vergehen lassen? Nee, die Zeit zurückdrehen. Da haben wir Strudel. Da haben wir wieder das Häuschen. Dann spielen wir mal ein Liedchen. Aber mit dem Lied haben sie sich natürlich einiges gespart, ne? Mussten sie keine... keine Felder mehr einbauen, sich überlegen, wie Link sich damit umherbewegen könnte, sondern haben sich einfach gedacht, ja, geben wir ihm einfach ein Lied, dann kann er herumwechseln, so viel er will. Und wir bauen dann, was uns gefällt. So. Auch hier ist ja jetzt wieder alles sauber. So, genau. Genau so ist es. Nee, das, da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir spielen. Tja, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass unsere letzte Essenz wahrscheinlich da auf dem Schiff sein wird. Mal gucken. Decken wir noch kurz das. Ach nee. Tatsächlich ist diese Insel so gesehen total unnütz. Hallo Ring. Ich hätte viel lieber Herzteile. Ja, wobei, wir haben nur ein Verlies vor uns, das heißt, wir kriegen eh eins. Ach so, ist das, dass wir noch kaufen können, eh schon unser letztes? Dann habe ich tatsächlich mal in dem The Legend of Zelda Titel alle gefunden. Wow. Also, auf den ersten Versuch alle gefunden, das meine ich. Muss ich ja glatt dann, bevor wir ins finale Verlies gehen, nochmal ein bisschen Geld sammeln gehen. Ha, was ich gerade sehe. Hä? Abbruch. Schubst mich das jetzt zurück ins Meer, wenn ich hier spiele? Wahrscheinlich nicht, oder? Wobei, wie soll ich sonst hier wieder rauskommen? Nee, aber da war ein Feld. Nee, aber hier drüben war auf der in der untersten Reihe ein Feld, das frei von Strudeln war. Allerdings in der Gegenwart. Brauche ich nochmal kurz eine Insel. Nehmen wir doch mal diese Insel mit vier Felsen. Hoffen, dass wir da jetzt auch weiter dürfen. Dürfen wir, dankeschön. Gut, nee, wie gesagt, ich habe hier ganz unten gesehen, da war eine Linie, genau, und ein Block hier, wo keine Strudel waren. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Anscheinend nicht. Nehmen wir mal an, wir können hier trotzdem noch nicht durch. Nein, wäre auch zu schön gewesen. So. Ist jetzt natürlich die Frage. Was tun? Gut, wir haben jetzt da drüben auch nicht mehr das ganze Gift im Meer. Wobei, da war noch Strudel, oder? Hier weiter drüben, in der Nähe des Friedhofs. Das wäre komisch. Ist aber nichts Besonderes. Na gut. Was ist das hier? Ich kann hier nicht auftauchen. Was habe ich hier gefunden? Ah, Moment mal. Nee, jetzt sind wir wieder bei... Jetzt sind wir doch einfach nur wieder... Warum ist hier ein Strudel? Wo bin ich hier? Wir sind doch gerade einfach nur unter der Insel, oder? Nein, Link, du sollst einfach nur geradeaus schwimmen. Aha. Okay, Moment, was haben wir denn hier? Hallo? Was? Hä?
Was ist mit dem Herzteil für 500, das ich mir noch kaufen hätte können? Oder gibt's hier im Spiel einfach mehr Herzteile, als man braucht? Kann natürlich auch sein. Aua! Ech. Link, einfach nach unten schwimmen. Meine Güte. Aber okay, dann haben wir hier halt auch noch ein Herzteil gefunden. Ist ja auch gut. Soll mir die Anzahl der Strudel dann quasi sagen, dass ich da richtig bin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön, dass wir wieder, dass wir noch eins gefunden haben und dass wir dann tatsächlich mit der maximalen Anzahl an Herzen dann später weitermachen werden. Na gut. An der Stelle werde ich dann allerdings die Folge beenden und man sieht es für nächstes Mal wieder bei der Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich bin Xi, bis dann Leute, ciao!